for English satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen für euch heute, eine rote Regenbogenboa, Epigrades Kenchria, allerdings in dem Fall als Farbenmorph Karamell. Ne? Karamell bzw. T plus Albino, sagt man ja auch zu den Karamell. Ja, super schöne Farbe, also rote Regenbogenboas generell sind ja schon bestechend durch ihre Farben. Aber die Karamell, die mit diesem Orange, nochmal wieder was ganz anderes oder vielleicht auch gerade für die Insider-Terrarianer unter uns, die Regenbogenboas vielleicht schon lang kennen. Aber wenn man dann diese andere Farbe sieht oder eben dieser Orangeton mit der Zeichnung drin, ne, die Zeichnung so grau bis Richtung lila geht es schon so innen drin, die Umrandungen von den Sattelflecken, ne, oder hier die Flanken. Also finde ich super hübsch, ne? Wenn wir hier gerade mal auch so die Flanken anschauen, mit den Monden immer drin, so die Halbmonde. Also ganz tolles Terrarientier, ist relativ neu als Morph. Gibt es erst vielleicht so 2-3 Jahre, würde ich jetzt mal schätzen. Von dem her noch relativ hochpreisig, aber wirklich wunderhübsch und deswegen wollte ich die euch heute zeigen. Wir haben in unserem Reptilien-ABC den Buchstaben M gehabt und haben dazu aufgerufen, was euch zu M einfällt. Beim M wurde relativ oft die Morelia-Arten und Unterarten genannt. Ne? Habe ich hier passenderweise so einen hübschen Jaguar, ist es, glaube ich. Allerdings muss ich die enttäuschen, die sich jetzt auf die Teppichpython-Folge freuen und darauf hoffen. Das Problem ist zum einen, ich muss echt zugeben, ich weiß zu wenig über die Morelia spilotis Unterarten. Ich weiß zu wenig aus dem Grund, ich bin kein Australier, ich war noch nie in Australien und das, was wir hier in der Terraristik haben, deswegen gucken, der manchmal ist der hier gleich wenn garstig, der Kollege. Was wir hier in der Terraristik haben, oder dieses Tier ist eigentlich ein gutes Beispiel, den haben wir von privat bekommen, der wollte den nicht mehr haben. Und wer weiß denn, was hier drin steckt? Also den Jaguar als Morph, den sehe ich noch durch. So viel zum Thema Garstig. Guck, der macht schon hier ganz dezent den Mund auf. Okay. Also er ist nicht erkältet, falls jetzt jemand sagt, der ist erkältet. Nein, der ist nicht erkältet. Ich glaube, der überlegt gerade, ob er mich beißen will oder nicht. Wer weiß, was in so einem Morelia außer Jaguar jetzt drinsteckt. Das ist echt absolut schwer. Ihr wisst, Australien ist zu für irgendwelche Exporte, für Terraristik. Was wir hier in der deutschen Terraristik haben, ist alles ein bisschen kreuz und quer an Morelia. Und da zu sagen, das ist McDowellie oder das ist Variegata oder Cheney, das traue ich mir absolut nicht zu. Und bevor ich da einen Quatsch erzähle, lasse ich es lieber sein. Dann kam relativ oft M wie Morphen bestimmen. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Wie bestimme ich, welche Königspython morphen richtig? Auch da fällt mir nichts dazu ein. Das Problem ist, eine Morph bestimmen, zum Beispiel jetzt habe ich einen Mojave oder einen Lesser oder einen Pinstripe. Wie soll ich das erklären? Woran oder habe ich gar eine Kombo, ne? Ein Pastave, Pastel Mojave. Ich glaube, man kann nicht erklären. Es gibt ja keine Marke, wo man sagt, ja, ein Mojave hat hier hinten ein Kreuzchen oder hat, was weiß ich, diese 2-3 Farben nur und alles andere nicht oder sowas. Ich glaube, diese Morph bestimmen ist was, was sich einfach im Kopf abspielt. Ich muss wissen, wie ein Mojave aussieht. Ich muss in meinem Leben einfach schon 50 Mal ein Mojave gesehen haben. Dann hat sich mein Gehirn eingeprägt, aha, ein Classic Python sieht so aus, ein Mojave sieht so aus. Ne? Und dann passiert im Gehirn so der Abgleich, okay, der sieht nicht aus wie ein Classic, der sieht aus wie den Mojave, den ich letzte Woche schon gesehen habe. Und dann sagt mir das Gehirn, okay, das ist ein Mojave. Oder wenn noch Pastell mit drin steckt, dann sagt mir mein Gehirn, okay, oder
Gut, es gibt vielleicht jetzt beim Pastell gibt's so ein paar kleine Anzeichen. Pastell hat zum Beispiel immer weiße Lippen. Das ist jetzt was, was mir einfällt, aber das ist auch alles. Also habe ich ein Tier, das wegen helle Lippen hat und so nach Mojave wegen aussieht und noch was anderes, dann könnte ich mir denken, okay, ist Pastell mit Mojave. Lange Rede, kurzer Sinn. Meiner Meinung nach kann man das nicht erklären, das muss man sehen. Deswegen fällt MV-Morphen bestimmen auch aus. Dann hatte ich noch MV-Milben. Das ist eine super Idee, MV-Milben. Aber zufälligerweise, witzigerweise, haben wir eine Milben- bzw. eine Sendung über Milbenbekämpfung gerade gemacht. Die entweder kam sie jetzt gerade oder kommt da noch. Nee, dann machen wir sie vielleicht hinten dran. Dann freut euch auf die Sendung Milben bekämpfen, die ist schon im Kasten, die kommt jetzt demnächst. Jetzt habe ich euch alles gesagt, was nicht kommt, jetzt muss ich euch natürlich sagen, was kommt. Einer von euch hat geschrieben, MV Mumpitz, ne? Was gibt es alles für Mumpitz oder was gibt es alles für Mythen in der Terroristik, beziehungsweise nicht alles, aber da fallen mir drei so Mumpitz-Mythen ein und die will ich euch heute erzählen. Terrarianer-Mythos Nummer 1 ist Eierdrehen. Es hat jahrzehntelang in der Terroristik heißt es, man soll keine, wenn ein Reptil, Echse, Schlange Eier gelegt hat, soll man die Eier hinterher nicht mehr drehen. Das heißt, da wo oben ist, soll oben bleiben. 2015 haben sich drei Wissenschaftler mit der Sache beschäftigt, haben anhand der Natrix Maura, Schlingnatter auf Deutsch, haben glaube um die oder über 100 Eier getestet, haben den Versuch gemacht, was passiert, wenn ich die Eier drehe. Die haben herausgefunden, es passiert eigentlich gar nichts, wenn ich die Eier drehe. Sie entwickeln sich genauso, ob sie die Eier gedreht haben, am Anfang gedreht haben, später gedreht haben. Es hat keinen Unterschied gemacht, die Babys sind alle geschlüpft. Ich selber habe auch mal vor vielen Jahren den Versuch gemacht bei Königspython-Eier, habe die auch gedreht, kreuz und quer und nach die ersten Eier am gleichen Tag gedreht, nach der Ablage, weitere Eier ein paar Tage später gedreht, andere Eier ganz am Schluss gedreht, habe auch nichts Negatives feststellen können, sind alle geschlüpft. Ähnliche Versuche gibt es zu Leopardgecko-Eiern, hat man auch gedreht, auch nichts passiert. Also scheinbar soll das ein, oder ist es ein Mythos, man kann die Eier drehen, es passiert wirklich nichts mit den Eiern. Eine kleine Einschränkung dazu in diesem wissenschaftlichen Beitrag zu der Natrix Maura, was die festgestellt haben, dass die gedrehten Eier oder die Babys aus den gedrehten Eiern eine höhere Sterblichkeit hatten nach dem Schlupf. Ne? Also die Babys sind geschlüpft und dann haben die Babys noch ein paar Wochen beobachtet. Und bei den gedrehten Eiern hatten die eine Sterblichkeit von 37% und bei den nicht gedrehten Eiern von nur 5%. Ne? Das Ganze könnt ihr auf nature.com, da ist der Beitrag veröffentlicht. Wir können da unten den Link einblenden, da könnt ihr es nachlesen. Ob das jetzt ein Zufall war, ob das wirklich auf das Eierdrehen zurückzuführen ist, wenn, dann wie, das ist wirklich fraglich, was kann das damit zu tun haben oder ist es doch nur Zufall, beziehungsweise wenn man dann wieder die anderen Versuche mit den Leopardgecko-Eiern anschaut oder wenn man die Versuche, die ich eben selber gemacht habe, mit den Königspythern anschaut, wo es auch keinen Einfluss hatte, ist die Frage Zufall oder nicht. Also so ein klein bisschen ein letzter Zweifel bleibt und ihr werdet es nicht glauben, nach wie vor machen wir unsere Kreuzchen auf die Eier oben. Und so richtig traue ich mich mit dem Eierdrehen doch nicht. Also ich tue es weiterhin so machen. Ich lasse beim Ei oben, wo oben ist. Ich drehe sie letztendlich nicht, es sei denn, es passiert zufällig oder was weiß ich. Also ich achte nicht mehr ganz so intensiv drauf. Aber nach wie vor steckt es in mir so drin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Dürft ihr gerne auch mal unten in die Kommentare reinschreiben, dreht ihr die Eier, dreht ihr sie nicht. Aber rein wissenschaftlich oder von allen Versuchen, die gemacht wurden, darf man sie drehen. Theoretisch macht es nichts. Eines der bekanntesten Mythen
Was Schlangen betrifft, ist natürlich die Schlange über 10 Meter. Ne? Man liest selbst heutzutage immer wieder, naja, manche Schlangen, Netzpython, Anaconda werden über 10 Meter. Völliger Quatsch, völliger Mumpitz. Man hat wirklich noch nie in der Welt irgendeine Schlange gefunden, die über 10 Meter hatte. Der Rekord ist wohl nach wie vor der Netzpython mit dem Namen Medusa. Der wurde in USA in einem Zoo wurde der gehalten, steht im Guinness-Buch der Rekorde drin, mit 7,67 Meter, ne, also knappe 8 Meter, Netzpython, 160 Kilo schwer, also schon ein Jesus, Riese Tier an Netzpython. Ne? Also ich glaube auch knappe 8 Meter sind wirklich erstaunlich. Also laut Guinness-Buch, laut Literatur, laut Internetrecherche nach wie vor das Rekordtier. Es gab mal eine Anaconda, allerdings gibt es keine bestätigten Berichte dazu. Die soll über 8 Meter, also ganz genau genommen 8,43 Meter, wahrscheinlich irgendwas mit Fuß, soll die lang gewesen sein. Und einen Durchmesser von 1,11 Meter gehabt haben, 1 Meter, ein Umfang von 1,11 Meter. 1,11 Meter Umfang hört sich riesengroß an. Wenn man das mal mit Pi und so weiter ausrechnet, dann sind es nur 35 Zentimeter. Jeder, der Anacondas kennt, also wenn eine Anaconda einen Umfang von 1,11 Meter hat, beziehungsweise einen Durchmesser von 35 Zentimeter, ne, das ist ungefähr so ein Durchmesser, dann war die Anaconda in 100 kalte Winter keine 8 Meter ungrad. Das Gewicht wurde auch mit, Moment, muss ich gerade gucken, mit ein bisschen über 200 Kilogramm angegeben. Eine Anaconda mit über 8 Meter, die hat wahrscheinlich geschätzt, eine Anaconda ist viel dicker wie ein Netzpython, ne? Die hat dann bestimmt, die muss dann wirklich so einen Durchmesser haben, die hat dann auch sicherlich mehr wie 200 Kilogramm. Also ich glaube, wenn man so die Zahlen zusammennimmt aus diesem Bericht, sieht man, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Ich denke, die Länge hat einfach nicht gestimmt. Ne? Die hat vielleicht den Umfang gehabt von 1,11 Meter, das ist gar kein Problem, 35 Zentimeter Durchmesser. Da gibt es, glaube ich, in der Terroristik viele Schlangen, die so einen Durchmesser haben. Das Gewicht, 220 Kilo, halte ich auch noch für möglich, aber die waren im Leben keine 8 Meter ungrad, also können wir die ausstreichen. Ne? 2016 ging noch irgendwas durchs Internet, ebenfalls von Anaconda, die knapp über 10 Meter haben sollte, in Brasilien gefunden, 2016. Auch dazu gibt es nur so vage Bilder oder Berichte oder Gerüchte, also auch alles Quatsch. Also im Jahr 2016, wo die ganze Welt oder zumindest die ganze herpetologische Welt auf sowas eigentlich wartet, hätte man das Tier natürlich vermessen, beziehungsweise das Tier wäre noch irgendwo. Da gäbe es Aufnahmen, Fotos, da gäbe es eine ganz klare Dokumentation. Und da es dies nicht gibt, halte ich das für einen totalen Internetquatsch, wo meiner Meinung nach kein Funken Wahrheit dran ist. Wenn wir es gerade von den größten Schlangen haben, noch kurz zu den Giftschlangen, da kommen wir natürlich bei weitem nicht an die 10 Meter hin, aber es gab tatsächlich eine Königskobra, die in Indien gefunden wurde, mit über 5,5 Meter hat man die in Indien gefangen, kam in London in den Zoo rein, ist dort weiterhin gewachsen und war gemessene 5,71 Meter, ne? Also knapp 6 Meter Königskobra. Ich denke, wenn die sich aufstellt, dann ist die mal mindestens auf Augenhöhe. Also wirklich ein gigantisch großes Tier, eine gigantisch große Kobra. Traurige Ende der Geschichte. Als der Zweite Weltkrieg losging, hat man das Tier im Zoo abgetötet, weil man dachte, okay, das ist zu riskant, Krieg, und wer weiß, was im Krieg alles passiert, und wenn der Zoo, ist ja dann auch natürlich nicht mehr sicher, oder mit Bomben und sowas, hat man das Tier abgetötet, damit die nicht einfach in dem Zoo entkommen kann aufgrund der Kriegswirren. Ne? Also eigentlich trauriges Ende von dieser gigantisch großen Königskobra.
last but not least, der Mumpitz Nummer 3. Das gab es schon, seit ich in der Terraristik bin, also schon vor 25 Jahren. Und selbst heute gibt es noch die Storys. Ich glaube, ich habe es auch in irgendeiner Folge sogar schon mal ein bisschen angesprochen. Es gibt immer wieder das Gerücht, irgendwelche, in der Regel teure Schlangen, werden von den Züchtern oder von den Exporteuren irgendwie unfruchtbar gemacht durch irgendwelche Bestrahlung oder sowas, heißt es dann als. Ne? Ich dachte eigentlich schon, das wäre aus der Welt geschafft. Wie gesagt, so vor 20, 25 Jahren war das ein Gerücht, vor allem betreffs den Tieren, die aus USA nach Deutschland kamen. Ne? Die waren in der USA zu dem damaligen Zeitpunkt, waren einige Tiere billiger, Regenbogenboas, Albino-Tigerpython, so Sachen, die waren in der USA günstiger wie hier. Und da ging immer das Gerücht rum, oh, die sind alle bestrahlt, die sind unfruchtbar, wenn du dir die Tiere importierst, da kannst du nie mit denen züchten, da, die züchten nicht und so weiter. Das war damals völliger Quatsch, da war nicht ein dokumentierter Fall oder ein klarer Fall. Und erst letztens habe ich jetzt so ein Gerücht wieder gehört. Ich glaube, da ging es um irgendeine teure Königspython-Morph, die angeblich von dem Züchter bestrahlt sein soll oder sowas. Das ist heute noch der gleiche Quatsch wie damals. Rein praktisch gesehen, wie will ich das Tier unfruchtbar machen oder wie will ich es bestrahlen? Hat der Züchter dann irgendeinen Röntgenapparat zu Hause, mit dem er irgendwelche Röntgenstrahlung des Tier sterilisieren kann, also was ja gar nicht geht, oder beziehungsweise die Strahlung würde vielleicht Krebs oder irgendwas auslösen, aber würde es erst auch mal nicht sterilisieren. Klar, es gibt Methoden, Tiere zu sterilisieren über einen Tierarzt, ne? Das ist ja klar, das wissen wir alle, man kann den Samenleiter durchtrennen oder sowas. Aber dazu wäre eine Operation notwendig, würde man dem Tier ja ansehen, wenn es irgendwie aufgeschnitten wäre, beziehungsweise über die Tiere, wo wir reden, sind ja Babys. Ne? Also wie man so einem Königspython-Baby oder irgendeinem anderen Schlangenbaby oder Echsenbaby, wie man das fachgerecht sterilisieren soll, so dass es dann keiner sieht. Das macht niemand, das gibt's nicht. Also diesen Mumpitz, den konnte man damals schon vergessen und den können wir heute vergessen. Das ist ein blödes Mythos aus der Terraristik. Das waren so die drei Mythen, die mir eingefallen sind, oder die drei Mumpitze, ne? Mehrzahl von Mumpitze, keine Ahnung. Wenn ihr noch mehr wisst, gerne unten rein posten. Wenn euch die Sendung gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Gerne ein Abonnement für den Kanal dalassen, wenn ihr es natürlich nicht schon getan habt, was natürlich am tollsten ist. Und sonst bleibt mir treu und checkt die Mythen.